Ja, huhu, hier wieder beim Kuani und bei The Secret World. Wir sind hier immer noch am Strand. Und es geht weiter. Inzwischen sind hier wieder Kultisten respawned. Deswegen müssen sie direkt wieder beseitigt werden. So, wir sind nämlich auf der Suche nach dem Piraten-Zombie. Und der muss sterben natürlich, ne? Bei Piraten-Zombies, das geht gar nicht. Ninja-Zombies, okay. Also, wir spielen einen Drachen, ne? Aber Piraten-Zombies, ich weiß ja nicht. So, anscheinend ist der irgendwie draußen auf dem Wasser. Kann man auch schwimmen gehen hier. Schwimmen! Da oben waren wir doch auch mal gewesen. Wo bist du, Piratenzombie? Wo versteckst du dich? Bist du ein Piratenzombie? Ja, Dixie Bull, das ist doch der Piratenzombie. So, Dixie Bull. Na super. Hast Glück, Dixie Bull, dass der Koali so unfähig ist, sonst wärst du schon längst hin. So. Aber dafür kannst du jetzt ein bisschen hier. Geben wir dir eine faire Chance zu überleben. Heilen wir uns wieder hoch. Sehr gut. Und kriegen wir ein bisschen XP. Wir brauchen noch zwei Fähigkeitenpunkte. Hier vorne gibt es auch noch eine neue Mission. Die Hauptmission lasse ich erstmal beiseite. Wenn wir schon da hinten nämlich hier die... Ach, wir müssen zu Norma zurück. Das ist doch perfekt. Die hatte nämlich auch Missionen. Und übergeben ihr die Nachricht aus der Flaschenpost. Ich finde es ein bisschen schade, dass man, man so Reports abgibt oder sowas. Komm, hier, die können wir eigentlich mal platt machen hier, oder? Oh, der weicht ja aus. Sackgesicht, hörst du auf auszuweichen? Das ist das, was wir hier gefunden haben. Kritischer Trefferkraftwert und Gesundheit. Ja, wir haben das gerade erst gepusht. Ich möchte jetzt nicht noch zu viel Trefferwert verlieren. So, Streiftreffer, Streiftreffer, er sieht nämlich hier. Sehr gut. Es läuft. Fupp. Und einmal rüber zu Norma. Über den Gartenzaun gehüpft. Und dann schauen wir mal, was die gute Norma von uns hat. Da vorne sind auch noch mal Zombies, aber die lasse ich jetzt mal. So. Norma. Was hast du denn nur? Es kommen immer neue Erste für uns. Ach ja, die feuchten Teile sollten im Feuer eigentlich nur zischen. Aber nein, sie sprühen richtig Funken. Sehr ermutigend. Ah, so eine Sauerei. Zum Glück bin ich nicht empfindlich. Schmutzige Hände bin ich gewohnt. Fisch ausnehmen, Kinder gebären, Wunden nähen, die Toten. Oh, vielleicht wurde ich dafür geboren. Ah, das klingt komisch. Niemand ist für sowas Gottloses geboren. Ich wollte es gerade vielleicht sagen. Das Ding hier. Also, ich töte, das Ding wurde packe nicht und geboren. Verbrenne, aber es kommen immer mehr. Es ist, als würde man einen Riesenstein einen steilen Berg hochrollen. Und er kommt immer wieder runter. Wie hieß der Kerl? Sisyphos? Oder hieß so die seine Geschlechtskrankheit? Kultur ist für mich Wiederholungen von Cheers. Also nicht die griechische Mythologie.
Das alte Mädchen wird zwar nicht mit allem fertig, was hier so bei mir auftaucht, aber für das meiste ist sie zu stark. Sie verspritzt immer Knochen und Eingeweide überall hin. Und es ist überhaupt keine Zeit, alles aufzuwischen, bevor es schon wieder weitergeht. Denn es kommen immer neue. Es hört einfach nicht auf. Sisyphos. Und natürlich ist Shears Kultur. Super Serie. Also wenn ihr die noch nicht kennt, also ich glaube, da habt ihr was zu gucken. Weil das ist, ich fand die damals richtig geil, als ich die geguckt habe. Ist schon was her, die lief. Was? Sind jetzt alle gestorben? Das ist ja krass. So. Bei der Massenvernichtung haben wir halt nur diese eine Kraft und die braucht es echt lange, um sich wieder aufzuladen. Vorne sind sie auch schon wieder. Hauen irgendwas gegen den Zaun. So, aber... Fupp. Die Solomon-Todeskultisten haben keine Chance gegen mich als Sniper. So, da vorne sind schon wieder andere. So, zack. Na. Gucken wir mal, ob wir das hier jetzt mit ausgleichen können. Ja, guck mal. Läuft. So, da kommen schon wieder welche. Die sind jetzt alle mit einem Schuss platt wahrscheinlich. So, boom. Ah, doch nicht. Muss man noch ein bisschen nachfeuern. So, wann kommen die nächsten? Da hinten sind die nächsten. Das sind wieder Todeskultisten. Dann machen wir wieder so ein Ding hin. Und schießen hier. Boah. Das läuft. Das läuft. So, KP-Punkt erhalten, sehr gut. Weil noch einer Punkt und dann haben wir diese tolle Kraft, die auch das, diesen Status macht. Ich verwechsel den immer mit diesen 1000 Status-Teile, die es hier in diesem Spiel gibt. So. Körperteile einsammeln. So, genug Körperteile eingesammelt, okay. Die müssen wir jetzt ins Feuer werfen. Yay! Freudenfeuer benutzen. Und wir haben unseren 9. Punkt. Das ist doch mal super. Zack, dann gucken wir mal. Der war hier drin, ne? Glückstreffer, jawohl. Den kaufen wir jetzt. So, und dann brauchen wir als nächstes wieder 12. Aber Glückstreffer müssen wir jetzt erstmal irgendwo einmachen hier. Das Gesetz um 5 erhöht, das ist ganz gut. Hinzkopf muss uns auch bleiben. Wundenlenken ist nur ein bisschen Heilung, das brauchen wir auf jeden Fall auch. Militärkodex. Immer wenn ein Feind stürmt, das könnten wir wegnehmen. Kritisch Trefferkraftwert ist okay. Erhöht den Schaden und die Heilung. Ich glaube, wir nehmen den hier. Immer wenn ein Feind stirbt und sie noch Sturmgewehrressourcen haben, erhalten sie einen positiven Effekt, durch den ihr nächster Sturmgewehrressourcenbilder zusätzliche Ressourcen aufbaut. Joa. Ist zwar ganz gut, aber das hier ist besser. Bei jedem ihrer Treffer läuft ein Glückstrefferzähler mit. Wenn er 6 erreicht, löst ihr nächster Treffer bei dem Zielstatus beeinträchtigt aus. Und seine Bewegungsgeschwindigkeit wird um 70% verringert. Beeinträchtigt war es, genau. Also jetzt haben wir eine zweite Möglichkeit, beeinträchtigt zu machen. Und das hier wird gleich unsere dritte. Dafür brauchen wir aber erstmal nochmal ordentlich Pünktchen. So, und die holen wir uns jetzt, indem wir hier langsame, nasse, schnelle und Kultisten töten. Yay, Zombies. Zurückgekehrter Stadtbewohner. So, 3 tot. Ja. Komm hier. 5. Ich bräuchte noch so eine zweite Massenkraft, aber ich glaube, die kriege ich so schnell nicht. Ich
Wir haben eine neue Kralle gefunden. Müssen wir mal gucken. Ist die was? Nee, die ist nicht so gut wie die Kralle, die wir sonst nutzen. So, haben wir hier noch irgendwas zum Abbauen? Ja, hier haben wir wieder was zum Aufwerten. Super Rumpka? Was ist das denn? Da hier irgendwo der Typ, der hier gerade vorbeigelaufen ist, was angelockt oder was? Anscheinend nicht. Gut. Wollte ich ihm auch geraten haben. So, wir müssen suchen langsam vertrocknete und nasse Zombies. Nasse Zombies sind bestimmt hier irgendwo am ertrunkener Bürger. Das könnte ein nasser Zombie sein. Weil er ist ertrunken und so, und gib ihm. Ja. Genau. So, der Nuss noch irgendwie. Das sind alles keine Zombies, ne? Nee. Da läuft einer zurück. Habt ihr gesehen, der ist fast reingesprungen. Hier vorne. Da war noch eben einer, der da rumgelungert hat. Aber wir machen den mal platt hier. Schauen mal an dem, ob das auch für dich zählt. Okay, zählt nicht für die. Wäre auch zu schön. Ah, ne, da hinten an dem Dingern steht einer. Okay. Komm her. Läuft. Jetzt habe ich gerade nicht drauf geachtet, ob dieser Ticker mitläuft. Das hier ist Wundenlecken, das ist Glückstreffer. Okay. Ah, das gilt auch anscheinend übergreifend. Das ist nett. Also nicht nur gegen ein Ziel, sondern gegen mehrere. So, der nächste verlangsamt den wieder. Jawohl, super. Läuft. So, was haben wir hier? Wirkmächtige Armmaschine. Die ist Armmaschine. es ist schon spät, Leute. Es ist schon spät. Obwohl in Time ist es früh. 6.48 Uhr. So, hier. So, da. Es läuft. Die einzelnen Ziele sind mir gut. Da habt ihr den nochmal verlangsamt. Oh, die Kraft ist gut. Die Kraft läuft. So, mächtiges Abbild. Ist aber auch nicht so mächtig, wie ich es gern hätte. Obwohl, wir könnten eigentlich auch mal. Warum sagt ihr denn nichts, dass wir die ganze Zeit unsere Kitty-Katze nicht dabei haben? Hier, Kitty-Katze, hallo. Ohne Kitty-Katze die ganze Zeit rumgelaufen und ihr habt nichts gesagt. So. Nasse Zombies sind hier unten. Naja, da kommen wir ja her, ne? Aber hier vorne waren auf jeden Fall Kultisten. Da haben wir eben jede Menge von platt gemacht. Ah, da ist auch schon wieder so ein Typ. Der macht wahrscheinlich dieselbe. Ah, der kommt gerade von da drüben. Hat wahrscheinlich jetzt alle tot gemacht. Mäh. Da oben ist Wissen. I want to have the Wissen. Oh, and I am not able to climb this rock. So. Die Lady Margaret. Ich habe euch auch die letzten Wissen gar nicht gezeigt, ne? Shame on me. So. Oh, was bist du denn? Du bist ein Todeskultist. Das heißt, du kriegst jetzt einen drüber. Boom.
Glückszähler ist auch schon wieder bei 6. Das heißt, der nächste wird direkt automatisch verlangsamt. Das heißt, wir können uns hier einen einzelnen raussuchen. Yes. Aber dieser Pfeil kommt anscheinend immer, wenn wir die verlangsamen. Und... ja, das ist super. Also diese Fähigkeit ist mega gut. Glückstreffer ist jetzt bei 0. Schade, schade. So, die hier. Stirb. So. Was haben wir hier? Körperlicher Schutz, weniger Gesundheit, weniger kritischer Wert? Nee. Glückstreffer ist erst auf 3, das heißt, wir brauchen den hier. Und. Jetzt haben wir den schon wieder verschwendet, den Glückstreffer. Oh, ein neues Sturmgewehr. Aber das ist schlechter als das, was wir jetzt haben. Schade, schade. So, komm hier, Fähigkeit. Warum ist der Glückszähler jetzt hier eben nicht mitgelaufen? Muss dann nochmal die Fähigkeit checken kurz. Bei jedem Treffer, wahrscheinlich war es kein richtiger Treffer, war, aber das ist ja äußerst schade. Da läuft er mit. So. So, wir brauchen noch zwei langsame. Ich habe jetzt auch gar nicht aufgepasst, wer jetzt die langsamen angeblich sein sollen. Ne? Okay, das sind langsame. So, hier ist wieder einer. Den holen wir uns jetzt hier mit. Die Fähigkeit ist super. Die 9 Punkte waren gut investiert und wir brauchen jetzt wieder 12, um das nochmal ein bisschen was zu haben. Lass mal hier die Waffe nach unten. So. Durchdringungswert. Nee. Oh nee. So. Snap. Müsste jetzt ein Upgrade geben, dass das schon nach 2 oder 3 Treffern so geht. Das wäre cool. Nasse Zombies, das waren die ganz am Anfang. Also müssen wir wieder ein bisschen zurücklaufen. So. Das hier hatten wir aus Versehen. Ja, komm, wir machen die mit platt hier. Das sind Punkte. Ich weiß zwar gerade nicht, wie viele, aber es gibt Punkte. So, gucken, 448 Punkte. Besser als nix, ne? Vor allen Dingen, weil wir ja noch Punkte technisch in die Kräfte investieren wollen. So, jetzt müssen wir ein bisschen mit dem Heilschuss arbeiten. Alles 448 Punkte.
lassen ganz schön ordentlich was liegen hier. Das ist alles Crap. Wahrscheinlich, weil wir hinten in dem Schrottplatzgebiet schon waren und da ordentlich auch gute Ausrüstung abgestaubt haben. So, spurten wir mal wieder ein bisschen. Wie viel Geld haben wir hier inzwischen? Fast 2 Millionen. Wir sind reich. Der Umrechnungswert weiß ich gar nicht mehr. So, hier ertrinkende Bürger, die brauchen wir. Und das sollte es gewesen sein. Nehmen wir uns den direkt noch mit. No chance for you, Mister Feigor. Wenn schon Feigor heißt, ne? Der kann auch nur Feigor sein. So, hier war sonst auch immer einer gewesen. Der irgendeiner hat die mir weggeholt. Ah, genau, Kitty Cat. Genau. Naja, vielleicht spawnt er hier neu. Ist noch Feiger. Da ist noch einer. Hello, Mr. Zombie. Do you want to die? You belong to the dead. Ein Newt. Hä? Brauchen wir nicht eben noch zwei? Und ja, gut, muss das recht sein. Oder ich habe wieder zu blöd, weil zu blöd zum Lesen, das kann natürlich auch sein. Im Zweifelsfall liegt es immer an der Dummheit des Koalas. So. Und hüpfen über den Zaun. Und Freudenfeuer benutzen. Blaue Feuer der Kultisten untersuchen. Okay. Untersuchen wir jetzt wieder die blauen Feuer der Kultisten. Ah, da ist auch einer mit dem Sturmgewehr am Start. So, hier. Guck doch mal das blaue Feuer an. 15 Kultisten töten, um Körperteile zu erhalten. Och ja, na gut. Die sind ja relativ einfach. Komm her. Muss natürlich auch zielen können. So. Und bam. Und boom. Hin und. So, 2 Kultisten haben wir schon mal. Cooles Outfit. Lady. Sturmgewehr und Pistolen. Das ist genauso wie ich unterwegs. Scheint also eine gute Kombo zu sein. Beeinträchtigt waren wir jetzt gerade. So, unsere Glückstreffer sind mal wieder verbraucht. So. Ich verstehe immer noch nicht, wann der Zähler hochtickt und wann nicht. Ich habe jetzt mal extra nichts hier gemacht. So. Also der normale Zähler von dem. Da läuft momentan kein Zähler mit. Geblockt.
wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit die Dinger abblocken, ne? Aber wir sind jetzt hier gerade ziemlich Killer unterwegs. Wenn ich das mal so sagen darf. Da ist zu weit weg. Komm. Tickt jetzt hoch und da ist er gefallen. Da muss das mal wieder ein bisschen Heilschuss, damit er nicht denkt, wir würden ihn nicht mehr benutzen. Oh. Wir sind hier gerade so gut unterwegs. Vier und fünf und sechs. Nur fünf, okay. Sechs und sehr gut, verlangsamt. Killer. Killer Koali. Fokus. Ich weiß auch nicht, ob ich das den Bild jetzt auch so gemacht hätte, wenn wir diese Pistole nicht gefunden hätten. Ne? Ich meine, die war ja schon ziemlich gut. Ah, hier, die Tussi ist auch schon vor uns unterwegs jetzt hier. Mal ein bisschen zugucken, wie die das macht. Sieht auf jeden Fall auch ein sehr cooles Outfit, aber das habe ich denn nicht schon gesagt. So. Läuft außen rum. Braucht anscheinend nicht mehr so viele Punkte wie ich. Jo, KP. Immer gut. Noch 10 Stück brauchen wir jetzt. Ah, hier. Müssen wir jetzt das Kultistenfeuer benutzen. Das hier anscheinend auch. Und hier vorne das auch. Ah, okay. Nervt nicht rum. Kultistenfeuer anzünden. Das ist das da vorne schon wieder ausgegangen. Und das ist jetzt auch schon wieder aus. So, den Kultanführer töten. Ah, hallo Kultanführer. Du kannst hier was machen. Schuss. So. Und wir haben hier was Besonderes bekommen. Kritischer Trefferwert, Angriffswert. Nee. Ich bin eigentlich ganz zufrieden momentan mit der Ausrüstung, die wir haben. Na, so. Der gehört ja eigentlich nach unten. So, wir können wieder ein bisschen was bauen hier. Beziehungsweise aufwerten. So, hier oben können wir auch aufwerten. So. Immer schön aufwerten, Leute. So. Nochmal Creed die Nachricht überbringen. Ach ja, das haben wir auch noch nicht gemacht. Und hier oben ist auch noch eine Queste. Schachtel mit Leuchtgeschossen. So.
sterbt. Perfekt, 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 perfekt. Die nehmen wir auch noch mal an. Schachtel Leuchtgeschossen benutzen. Erste Leuchtrakete abfeuern. Feuerwerk! Also ein Hippie hier gewesen, ne? Naja. Hier machen wir aber wieder Cut. Beim nächsten Mal dann die Nachricht an Norma Creed zurückbringen und vor allen Dingen hier Feuerwerken. Und bis dahin, have fun und schöne Grüße von Koali. Tschüss! Meow, 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 meow